Willkommen zu Guidos Galaxis. Mein Name ist Guido Schwarz, ich bin der Leiter des Swiss Space Museums. In dieser Serie möchte ich euch zeigen, wie unglaublich die Raumfahrt ist. Fangen wir doch damit an, wie unglaublich die Aufgabe war, die damals der amerikanische Präsident John F. Kennedy der NASA mit der Mondlandung stellte. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Kennedys Worte waren klar. Noch innerhalb des Jahrzehnts sollte ein Mensch auf dem Mond gelandet und wieder sicher zur Erde zurückgebracht werden. Diese Ankündigung kam gerade mal 20 Tage, nachdem Alan B. Shepard mit einem nur 15-minütigen Flug zum ersten Amerikaner im Weltall wurde. Dabei hatte man damals weder die nötige Technologie noch das Know-how, um zum Mond zu fliegen, geschweige denn auf ihm zu landen. Wenn wir von der Mondlandung sprechen, dann denken wir oft nur an die Astronauten, die auf dem Mond gelandet sind. Dass dies überhaupt möglich war, das verdanken wir den Tausenden von Ingenieuren, Wissenschaftlern, Arbeitern und weiteren Personen. Diese Technikerhelme, die stehen symbolisch für die 400.000 Menschen und 20.000 Industrieunternehmen und Universitäten, die auf dem Höhepunkt des Apollo-Programms die Missionen am Laufen gehalten haben. Um überhaupt zum Mond zu gelangen, war eine völlig neue Rakete nötig, die Saturn V. Eine dreistufige Riesenrakete von 110 Metern Höhe und 3000 Tonnen Startmasse. Die erste bemannte Saturn V-Rakete hob übrigens kurz vor Weihnachten 1968 in Florida ab. Mit Apollo 8 flogen damals die ersten Menschen zum Mond, umrundeten ihn und machten das berühmte Foto des Erdaufgangs. Für den Start einer Saturn-V-Rakete waren alleine im Firing Room in Florida mehr als 200 Ingenieure zugegen. Sie saßen an ihren Konsolen und kontrollierten auf unzähligen solcher Geräte hier die Daten sämtlicher Instrumente, Pumpen, Triebwerke, Ventile und so weiter. Noch ein Wort zur Apollo 11-Mission. Dieses Artefakt zeigt das Firing Room-Layout der entsprechenden Mission. Es hing damals in diesem berühmten Raum, in dem die Starts sämtlicher Mondmissionen geleitet worden sind. Nichts ist dem Zufall überlassen. Jeder einzelne Arbeitsschritt wurde minutiös festgehalten, wie in diesen Countdown-Manuals. Sie enthalten die Startabläufe einer Saturn 1B-Rakete. Und wenn dann alles genau nach Plan verlief, dann hob die Saturn V-Rakete mit einem unglaublichen Donnergrollen vom Startplatz in Cape Canaveral, Florida ab. Und dieser Start wurde nicht nur aus der Ferne gefilmt, in unmittelbarer Nähe stand ein Dutzend solcher Highspeed-Kameras, die den Start in Slow Motion gefilmt haben. Jetzt ging es also mit wahnsinniger Geschwindigkeit in Richtung Mond. Und irgendwann wurde dieses Objekt gebraucht. Habt ihr eine Ahnung, was das sein könnte? Ich erkläre es in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ad Astra!